Liebe Leute, willkommen zurück zu The King's Dilemma Chronicles. Ich bin ein bisschen in einem Dilemma. weil ich hier zwei weiße Werte habe, die sich außerhalb der mittleren Sektion befinden. Das ist ein großes Problem, weil das bedeutet, ich kriege nur zwei schwarze Kronen. Weil sich nur zwei schwarze Werte in der mittleren Region befinden. Und das ist ganz schlecht, denn wir brauchen dringend schwarze Kronen für den Ausbau der Hauptstadt und der Verteidigungsanlagen und so weiter. Es gibt aber keine, zumindest von der kleinen Vorschau, die wir hier sehen können, keine Entscheidung oder kein Dilemma, das uns erlauben würde, vermutlich Geld zu erhöhen, damit der Wert überhaupt erstmal hier wieder reinkommt, Bildung zu verringern. Genau, weil das hier ist irgendwie Wissenschaft, das heißt, das wird dazu führen, Geld zu verringern, wenn wir das fördern und Wissen zu erhöhen, das heißt, damit wird die Herrschaft enden und wir kriegen halt dann nur diese zwei schwarze Kronen und das wollen wir nicht. Deswegen machen wir als nächstes mit dem goldenen Tempel weiter. Wir hoffen, dass das unverfänglich ist. Einige Bergleute sind dabei erwischt worden, wie sie Gold aus dem Tempel stehlen wollten. Sie sagen, seltsame Stimmen aus der Tiefe des Tempels hätten sie dazu gezwungen. Der oberste Richter sagt, doch das kleinste Detail, das kleinste Delikt müsste bestraft werden. Auch wenn wir derart viel Gold besitzen, doch die Tribunen glaubt ihnen und bittet uns, sie zu begnadigen. Bestrafen wir die Bergleute. Ist beides schlecht für uns? Warum? Weil ein weiterer Marker dadurch weiß wird, wenn ich Ja sage. Wenn ich Nein sage, aber auch ein anderer. Das Einzige wäre, dass die Ja-Entscheidung ist unser Verbündeter, die unterstützt. Und dass die Marker wohl im mittleren Bereich zumindest bleiben. Sie müssten aber natürlich dann wieder schwarz werden, wenn wir diesen Bonus haben wollen. Also es ist wirklich vertrackt. Ich sage mal, bestrafen oder nicht bestrafen? Ja, bestrafen. Wir lassen ihre Köpfe unter dem Sand begraben. Bitte was? Damit sie die angeblichen Stimmen aus der Tiefe, die sie zwangen zu stehlen, besser hören können. Gott. Der Bauleiter freut unsere entschlossene Hand, doch manche Leute glauben immer noch, Stimmen aus der Tiefe warzen. Tja. Ja, wir sind richtig eingeschränkt mittlerweile, was Dilemmata angeht. Brauchen jetzt echt irgendwas, was Geld einnimmt, Bildung und Wohlergehen verringert. Und ich wüsste da nichts. Burghof kann das Geld einbringen. Eine kostspielige Expedition, nehme ich an. Glaube nicht, dass das zumindest auf kurze Sicht erbittet um Geld. Das wird uns wohl kein Geld einbringen, sondern da müssen wir Geld ausgeben. Der Wegweiser. Das könnte Geld bringen, aber auch Wissen. Wenn wir davon ausgehen, dass uns das hier Wissen und vielleicht Macht und Geld bringt, müssten wir vorher idealerweise und haben wir eine Entscheidung, die Wissen? Nee, wir haben keine Entscheidung, die Wissen beeinflusst ansonsten. Das heißt, wenn wir die nehmen, wird voraussichtlich die Herrschaft enden, weil Wissen an den oberen Rand anstößt. Dann müssten wir vorher versuchen, zumindest Einfluss und Wohlergehen zu verringern, damit die schwarz sind. Also, weil ich möchte sehr, sehr gerne mindestens drei schwarze Kronen hier mit rausnehmen. Also, militärische Macht. Und Wohlergehen. Wohlergehen haben wir überhaupt nicht zur Auswahl.
Wie habe ich das Geld nicht mehr für Sauenfurt? Tja. Dann werden wir mal schauen, was der oberste Feldherr gerne möchte. Er meint, wir sollten jedem Bataillon einen teuren Fernblicker überreichen, um die Effektivität zu steigern. Versorgen wir jedes Bataillon mit einem Fernblicker. Ich bin so dafür. Ich bin so unglaublich dafür. Ich meine, es hängt natürlich davon ab, gegen was für Feinde wir letztendlich kämpfen werden, aber alles spricht dafür, das zu tun. Nur die Mehrheit des Rates, nicht? Und diese Werte halt. Es ist wirklich vertrackt, aber ich muss jetzt, es tut mir richtig weh, aber ich muss Nein sagen. Weil das Spiel das von mir will, es zwingt mich dazu. Gewissermaßen. Pass auf, jetzt stirbt wahrscheinlich gleich der König und das war alles sinnlos. Auch wenn die Vorteile, die eine Ausstattung mit Fernblickern der Armee verschaffen würde, nicht zu leugnen sind, wird sie abwarten müssen, bis das Herstellungsverfahren verbessert wurde und nicht mehr so kostspielig ist. Naja, so kann man es auch sehen. Und der König lebt. Der König lebt. Wir haben immer noch keine neuen Entscheidungen bekommen. Uff. Ja, ich glaube, dann mache ich jetzt das hier mit dem Laboratorium. Schauen wir mal. Eine feste Richtung. Dank der bahnbrechenden Fähigkeit des Wegweisers, also des Kompasses, bei der räumlichen Orientierung können unsere Kundschafter die Seekarten mit beispielloser Genauigkeit überarbeiten. Der Kaufmannsgilde... Was wollen die denn jetzt? Der Kaufmannsgilde würde die Veröffentlichung der Seekarten nutzen, aber der oberste Feldherr fürchtet, wir könnten einen strategischen Vorteil verlieren. Aha, wenn also andere von den Händlern die Karten kaufen, andere Reiche. Halten wir die Seekarten geheim? Ja, würde die Bildung verringern. Nein, würde die militärische Macht verringern. Aber Geld erhöhen. Das könnten wir rein mechanisch gedacht wahrscheinlich beides machen. 1, 2, 3, 4. Das müsste gehen, beides zu machen. Und dann, was haben wir? War da noch irgendeine Entscheidung mit Bildung dabei? Nee, ne? Dann ist es mir, glaube ich, wichtiger, die Bildung oder das Wissen. Ich sage immer Bildung. Das ist Wissen. Zu verringern und die Seekarten geheim zu halten. Ja. Ich überstimme den Rat. Und ihr seht übrigens inzwischen, das Bündnis mit dem fliegenden Schwein wurde aufgelöst. Die Karten werden mit dem königlichen Siegel versehen, wodurch lediglich hochrangige Militäroffiziere Zugriff haben. Sie sind angewiesen, die Karten im Falle eines Überfalls vorsorglich zu zerstören, um sie nicht in die Hände anderer Königreiche fallen zu lassen. Dramatisch. Einen positiven Einflussmodifikator haben wir für taktische Überlegenheit bekommen. Die Landkarten, die mit Hilfe des Richtungsweisers neu gezeichnet wurden, gestatten unseren Militärkräften schnellere Standortwechsel vorzunehmen als der Gegner. Hervorragend. Der König ist tot. Und es hat die Bildung nicht in die Mitte gebracht. Nein! Ach, wie ärgerlich. Naja, wir werden 3 Kronen, 3 Schwarze immerhin bekommen, aber das ist natürlich eine magere Ausbeute. Der König ist tot, es lebe der König. Mal gespannt, was jetzt hier zur Auswahl steht. Moderat könnten wir schon wieder wählen. Oder halt Opportunist, ne? Weil das... Ja, aber das dauert natürlich 3 Herrschaften, bis ich die 3 zusätzlichen schwarzen Kronen dafür bekomme.
Aber die Belohnungen generell sind auch immer schwarze Kronen, seht ihr das? Eine schwarze Krone für jede Ressource in der unteren Hälfte. Zusätzlich eine schwarze, wenn alle Ressourcen in der unteren Hälfte sind. Könnte schwierig sein, die alle darunter zu bringen, allerdings. Was ist denn bei gierig? Zwei schwarze für jede Ressource im unteren Bereich. Zusätzlich eine Münze und eine zusätzliche schwarze, wenn der mittlere Bereich leer ist. Das heißt, die müssen schon ziemlich weit unten sein. Wobei die Münzen sind mir egal, aber zwei schwarze pro Ressource im unteren Bereich, das finde ich schon ziemlich gut. Dann soll die nächste Herrschaft gierig sein. Brrt, hier kommt das Geld rein. Okay, das heißt, ich kann ein neues Bündnis schmieden. Und wir können Ausbauten vornehmen. Vier schwarze Kronen habe ich nur. Ein Feuerlöschkommando können wir zusammenstellen. Spezialisiert auf das Löschen von Bränden. Effizienz und Zuverlässigkeit kann verbessert werden, wenn sie mit großen Mengen Wasser versorgt werden. Ah. Hört, hört. Das kostet zwei. Und dann könnten wir die Diplomatie vielleicht noch machen. Oder das Hydrokristallophon. Ja, aber Feuerlöschkommando klingt sinnvoll. Und Diplomatie klingt auch gut. Bringt uns auch drei Münzen nochmal zusätzlich. Klar, warum nicht? Dauert allerdings zwei Herrschaften, bis das fertiggestellt ist. So. Fördere soziale Gleichstellung. Dann kriege ich die am Ende. Ich habe das immer noch nicht raus. Wann wird das gegengecheckt? Was bringt das überhaupt? Vereinige dich mit einem anderen Königreich. Ja, können wir halt immer noch nicht, weil die Zustimmung abgenommen hat. So, sie mögen uns wieder sehr. Das heißt, wir könnten erneut eine Allianz mit ihnen bilden. Ja, warum nicht? Torque. Okay, so wir wollen alle Marker in die untere Hälfte bringen. Und es gibt ein neues Event zur göttlichen Betörung. Ja, schauen wir uns das mal an. Gelehrte verbringen viel Zeit damit, die kryptischen Schemata von Pysadora zu verstehen. Sie zeigen Zusammenhänge zwischen unwahrscheinlichen Materialien, aber die Ressourcen sind begrenzt und wir müssen uns entscheiden. Wählt ein Experiment, mal wieder. Ein Kasten. Wenn ich Käfer in einen Kasten tue und sie dann erhitze, was kommt dann dabei raus? Ich weiß es nicht. Wenn ich Feuer in einen Kasten tue, wird es zu Wasser? Was sollen mir diese Zeichnungen sagen? Ich bin unsicher. Worauf deuten diese Zeichnungen hin? Habt ihr vielleicht eine Idee im Chat? Schreibt es gerne rein. Was soll das überhaupt für ein Ding sein? Also bei diesen Steinen vorhin hatte man ja bei den ersten, da wo ich den Kompass dann quasi erstellt habe daraus, konnte man halt sehen, dass sie magnetisch sind. Aber bei der letzten Zeichnung war mir schon unklar, was das Feuer und die Steine und das Ei wohl erzeugen sollten. Also was wäre da hinten rausgekommen? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier für ein Kasten ist. Steckt da was Realistisches dahinter? Kasten und Käfer. Das ist eine Falle? Kann ich damit Käfer fangen?
Oder Wasser, Feuer und Wasser. Feuerwasser, Alkohol. Oder so Napalmzeug. Könnte auch sein. Oder Phosphor oder so, aber den Zusammenhang zum Kasten verstehe ich noch nicht. Falls ihr da eine Idee habt, lasst es mich sehr gerne wissen. Ich glaube, ich entscheide mich für B. Aus einem Gefühl heraus. Aha. Unsere Gelehrten füllen Wasser in ein Metallgefäß und halten es über eine heiße Flamme. Und dann hatten sie Tee. Das Feuer bringt zwar das Metall nicht zum Schmelzen, aber die Gelehrten beobachten, dass der Wasserdampf mit konstanter Kraft aufwärts strebt. Wir bauen Dampfmaschinen. Das sieht ja aus wie. Also, wir bauen scheinbar irgendwelche Steampunk-Kampfroboter hier. Das sieht ja aus wie aus dem, wie heißt denn dieses eine Echtzeitstrategiespiel mit den Maschinen, was in den 1920er Jahren spielt. Quasi wie Company of Heroes. Ich komme gerade nicht drauf. Die Gelehrten folgen Hysadoras Vorordnung hinsichtlich der konstanten Kraft des Dampfes und bauen eine gigantische dampfbetriebene Apparatur. Dumpfdröhnend setzt sich die Maschine in Bewegung. Zwar sind ihre Bewegungen steif, doch hinter ihnen scheint eine große Kraft zu stecken und die Anwendungsmöglichkeiten für seine Dampfmotoren sind unendlich. Die Leute nennen diesen Mechanismus fortan den Dampfriesen. Cool. Nice to have, denke ich mal. So, es gibt neue Entscheidungen. Wir können noch was erforschen, glaube ich. Nein, da geht es um den Dunst. Da geht es um die Bibliothek. Was haben wir hier neu? Der Dampfriese in Torque. Er wird verwendet, um beim Pflügen zu helfen. Schauen wir uns mal an, wo das hinführt. Er wird dazu verwendet, beim Pflügen von Feldern und beim Mahlen von Getreide zu helfen. Okay. Unsere Bauern verlassen sich auf seine Dienste, doch der oberste Feldherr denkt, er könnte einem nützlicheren Zweck zugeführt werden. Verlegen wir den Einsatz des Dampfriesen von der Landwirtschaft zum Militär. Spannend. Tja, ich würde mal sagen, der Dampfriese an sich ist schon ganz gut eher beim Militär aufgehoben. Die Dampfmaschinentechnologie wiederum natürlich bei der Bevölkerung oder beziehungsweise zur Vereinfachung von Produktions- und Arbeitsprozessen. Oh, warum sind, wie sind die denn jetzt in den Rat gekommen? Warum ist Coden nicht mehr im Rat? Hallo? Die Igel sind neu dazu gekommen. Was ist hier los? Ich wollte mich doch mit denen verbünden. Ach Mensch. Ich verlege ihn zum Militär, ja. Ich weiß noch nicht, wie so eine riesige Maschine irgendwie in der Landwirtschaft sinnvoll helfen kann, aber wie dem auch sei, wir verlegen ihn und sagen, die Technologie könnt ihr bekommen, die Maschine hier aber nicht. Die hungernde Bevölkerung bedauert das zutiefst. Doch es geht ums das Große und Ganze. Kriegsabschreckung. Okay. Einfluss, also militärische Macht sozusagen. Positive Modifikator bekommen. Schon allein die hochragende Erscheinung des Dampfriesen reicht aus, um so gut wie alle organisierten Militärkräfte von feindseligen Unternehmungen abzuhalten. Er ist also die. Der Steampunk-Roboter ist die Atombombe des Mittelalters. Naja. Problem allerdings natürlich, wenn wir die alle jetzt hier noch runterbringen wollen, dann kommen wir auch schnell an den unteren Rand. Ja,
könnten wir das denn am besten machen? Wir können natürlich das Wohlergehen auch wieder erhöhen leicht. Wenn es denn eine Entscheidung dazu gäbe, was nicht der Fall ist. Vielleicht machen wir mit der Bibliothek weiter als nächstes. Ich überlege mir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Leute, bis dann wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.